Ich war gestern bei Stilbruch und hab da so ein paar alte Bücher gefunden, die ich natürlich direkt mitgenommen, aber natürlich nicht zum Lesen, weil ich kann gar nicht lesen. Ich hab die natürlich auseinandergepflückt und die Seiten rausgelöst und die Hälfte der Seiten sind kaputt gegangen, weil das alles so ein bisschen morsch war schon, aber ich hab sehr viel davon retten können und dann hab ich mir meine Wand geschnappt und das Bild erstmal abgehangen und dann hab ich diese Viecher einfach an die Wand geklebt. Das habe ich nämlich bei TikTok gesehen und ich fand's ziemlich cool, aber das war so ein Akt. Ich würde das nie wieder machen. Ich wollte es nur irgendwie wissen. Als ich angefangen habe, dachte ich mir so, ey, es ist kacke, das aufzuhören. Deswegen habe ich es durchgezogen. Aber das war so unfassbar nervig. Ich schwöre, ich habe einen Tag gebraucht. Anderthalb. Aber es hat sich gelohnt. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Vielleicht tapeziere ich die noch dran, weil wenn Wind kommt, nervt es immer so ein bisschen, wenn die so hoch stehen. Aber ich finde es cool.